Hallo, herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgut und ich grüße euch. Ja, herzlich willkommen zum Teil 8 der kleinen Serie Wir mischen unsere Liquids selber. Es ist der letzte Teil heute. Ich möchte noch ein paar abschließende Sachen bemerken und ich möchte darauf eingehen, wie man jetzt Liquids, wenn man die schon gemischt hat, am besten testet. Erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe ja im Video 6, glaube ich, ein paar Fehler eingebaut, die ich dann so schriftmäßig korrigiert habe. Und ich habe im Video 7, wo es um die Kristalle geht, auch noch einen ganz üblen Fehler eingebaut. Das hat mir sehr üble Schelte eingebracht. Ich habe nämlich gesagt, ich habe den Crusader am Treffen in Marbach getroffen. Das ist natürlich wirklich krass falsch. Das Treffen war nämlich in Marburg. Das ist ja mal ein Riesenunterschied. Also man sollte bei Kleinstädten nicht Burgen gegen Bäche austauschen. Ja, wirklich doof. Und übrigens, Marburg hat mir sehr gut gefallen. Das ist sehr schön da. Es war auch ein tolles Treffen. Also wenn ihr noch nie da wart, fahrt mal hin. Da gibt es wirklich eine Burg und eine sehr imposante. Da gibt es auch einen Bach, aber deswegen heißt es noch lange nicht Marbach. Gut, egal. Etwas Wichtiges, was ich anmerken möchte. Aromen dürft ihr niemals, niemals pur dampfen. Erstens sind die viel zu dünnflüssig, die laufen euch gleich durch den Verdampfer durch. Und zweitens ist das, ich weiß nicht, ob es gefährlich ist, aber Aromen sind sehr, sehr konzentriert. Also die sollte man nicht einfach so pur verdampfen. Die sind wirklich gemacht, um die nur im Prozentbereich mit irgendetwas anderem anzumischen. Also Finger weg, bitte. Ich habe auch eine Mail gekriegt von jemandem, der sagt, ja, er hat sich die Mentholkapseln, die er aus der Apotheke hat, aufgeschnitten und die Flüssigkeit, die da drin war, in sein Liquid gemischt. Um Gottes Willen, macht bitte nicht solche Sachen. Ihr wisst nicht, was da drin ist. Da steht zwar im Beipackzettel irgendwas drauf, was da drin ist, aber was das wirklich ist und wie das reagiert, wenn man es verdampft, das wisst ihr nicht. Und wie es reagiert, wenn der Wendel mal richtig heiß wird, das wissen wir schon gar nicht. Also hört bitte auf, macht keine solchen Experimente, das kann gefährlich sein. Versucht nicht aus euren Hausmittelchen Liquids zu mischen. Das ist wirklich gefährlich, das ist bedenklich. Also wenn ihr noch irgendein Zitronenöl von der Großmutter im Schrank rumstehen habt, das könnt ihr nicht verwenden. Vergesst es, schüttet es weg. Ihr schadet dem Verdampfer und ziemlich sicher auch eurer Gesundheit. Ja, wir haben alle 20, 25, 30 Jahre geraucht, da war es uns allen egal, was wir da runterziehen. Aber jetzt, wo wir diesen Schritt schon gemacht haben, müssen wir ja nicht wirklich noch aus Blödsinn oder was weiß ich aus was, uns da irgendwelche Substanzen runterziehen, die da nicht gut kommen. Also haltet euch an die Grundstoffe, die ich erwähnt habe in den Videos und die mit großer Wahrscheinlichkeit unbedenklich sind. Nikotin ausgeschlossen natürlich. So, jetzt, wir haben uns Liquids gemischt, jetzt möchte man die auch testen. Der Grundtenor ist immer, man muss Liquids 24 Stunden stehen lassen nach dem Liquid, damit die reifen können. Ja, davon kann man halten, was man will. Ich halte nicht viel davon. Ich verstehe nicht so ganz, was da reifen soll. Ich meine, wir produzieren hier kein Bier und keinen Wein. Also, ich weiß nicht, was da ein Reifeprozess durchmachen sollte. Aber es scheint die allgemeine Meinung zu sein. Okay, ich mache das nie. Ich meine, ich freue mich ja, wenn ich ein Liquid mische, ich freue mich darauf. Ich bin ja überzeugt, das wird ein super Liquid und das wird mir ganz, ganz toll schmecken. Also, wenn ich es gemischt habe, sofort in den Verdampfer damit. Nun, wie probiere ich die? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich probiere die immer in so einem 510er Verdampfer. Das sind die alten Wattelverdampfer. Die 510er, die sind eigentlich sehr gut. Und wenn man die ohne Depot verwendet, also ohne Watte, dann kann man da, wenn ich jetzt das Liquid nehme, das Erdbeermenthol ist das, was wir uns in dieser Serie gemischt haben, dann gebe ich da direkt in den Verdampfer 3 Tropfen rein, 2 bis 4 Tropfen. Jetzt kommt ein Drip-Tip drauf, das ist einfach so eine leere Hülse,
so quasi aus dem Mundstück. Jetzt kann man das testen. Diese Verdampfer haben, wenn man sie tröpfelt, einen sehr, sehr reinen Geschmack. Also man spürt sehr gut, wie das Aroma ist. Das ist übrigens hervorragend geraten. Wunderbar. Wenn es euch jetzt nicht schmeckt, dann komme ich auf die 24 Stunden zurück. Dann schütte ich es nämlich nicht weg, sondern ich stelle es zur Seite und versuche es nochmal in 24 Stunden. Vielleicht hat sich ja wirklich noch was verändert. Habe ich noch nie erlebt, aber hoffe ich, dass ich es mal erleben werde, dass sich noch etwas zum Guten wendet. Aber auch wenn es jetzt gut schmeckt, oftmals merkt ihr übrigens gleich, ihr habt zu wenig Erdbeer drin oder viel zu viel oder was ihr auch immer für Aromen verwendet. Dann kann man es natürlich noch ein bisschen korrigieren. Wenn es euch jetzt gut schmeckt, dann heißt das aber noch nicht, dass ihr jetzt wirklich ein gutes Liquid habt. Liquids müssen bei mir immer, wie auch Geräte, in den Stresstest, in den Alltagstest. Das heißt, ich habe persönlich immer zwei Geräte dabei, irgendein Großgerät, also Phantom, Bully Extreme oder eine Golden Greek, und ich habe immer noch ein kleines dabei, die Ego T oder aktuell die GoGo. Und ins kleine Gerät fülle ich mir dann dieses neue Liquid ein. Und dann merkt man sehr schnell, was man halt mehr dampft über den Tag. Wenn das kleine Gerät mit dem neuen Geschmack am Abend leer ist, dann ist es ein tolles Aroma. Dann dampfe ich sehr gerne und habe sehr viel gedampft über den Tag. Wenn es am Abend noch voll ist, naja, dann ist es wohl nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, was macht man, wenn man Liquid gemischt hat, das einem nicht schmeckt? Tja, habe ich euch schon in Teil 7 oder 6 gesagt, ihr könnt noch versuchen mit ein bisschen Menthol hinterlegen, vielleicht bringt das was. Oder ihr versucht halt noch mit einem anderen Aroma. Also wenn ihr euch jetzt ein Schokoladenaroma gemischt habt, das euch nicht passt, dann versucht noch ein bisschen Maracuja dazu zu geben oder ein bisschen Orange oder was auch immer. Das ist noch ein Versuch wert. Wenn es dann gar nichts ist, tja, dann nützt leider nichts mehr. Entweder Augen zu und durchdampfen oder das Fläschchen wegkippen, im schlimmsten Fall. Ja, so, jetzt wisst ihr in den Grundzügen, wie man Liquids mischt. Ihr wisst noch nicht alles, ihr müsst das, ich wiederhole es nochmal, unbedingt im Detail auf dampfzeichen.de nachlesen. Dort ist das alles sehr viel besser und sehr viel detaillierter beschrieben. Dort habt ihr auch noch ganz viele andere Tipps und Tricks, die ich jetzt bestimmt nicht erwähnt habe oder vergessen habe zu erwähnen. Also bitte unbedingt nachlesen. Und ja, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß beim Mischen. Und ich kann euch noch etwas zeigen, kommentarlos, guckt mal das an. Was könnte das sein? Eine kleine Vorschau, was noch kommen könnte. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes und ich grüße euch. Bis zum nächsten Mal, vielleicht schon in HD. Macht's gut, bis dann. Tschüss.